So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir stehen hier vorm Tegut, vielleicht erkennt man das hier hinten, da ist das Tegut-Schild. Heute beginnt das Karneval der Liebe-Event. Ja, warte mal, Karneval der Pokémon heißt das ja, hat ja nichts mit Liebe zu tun. Heute Karneval der Pokémon-Event ab 10 Uhr, es ist jetzt bei mir aber gerade mal 9.37 Uhr. Wir mussten da was abholen in der Stadt, Pupsi ist jetzt fort. Die musste extra fahren. Ich will jetzt mal hier rein. Ich muss mir die Zeit vertreiben, bis ich um 10 Uhr dann die Forschung beginnen kann. Denn es gab eine Ticketforschung für 1 Dollar. Tote Oma hat mir die Ticketforschung gegönnt, hat die mir gekauft. Das heißt, ich muss heute wieder Video machen. Jetzt möchte ich mir aber erstmal was zum Frühstück kurz suchen, vielleicht was zu trinken, mal gucken. Und dann melden wir uns gleich um 10 zurück, wenn wir mit der Forschung anfangen. So, jetzt habe ich gerade was gesehen, was mich natürlich wieder interessiert, weil Hannes kommt ja am Freitag und das nix. Guckt euch das mal an, kennt ihr das noch? Das haben wir mal getestet. Das sind 6 verschiedene IPA-Biere oder Ales aus der Inselbrauerei mit Gläschen, wo hier diese Tiere drauf waren. Und daneben steht jetzt noch eine Edition, ein Tweed IPA New England Style. Was mich besonders verwirrt, das sind 2 Biere für 13,99 und das sind 6 Biere für 12,49. Das wäre natürlich richtig cool, aber das haben wir ja schon getestet. Ich glaube, ich muss mir mal hier einen Karton mitnehmen mit 2 Bieren drin, 2 einzelne Biere, ja, mit einem Glas dazu, aber 13 Euro, wie kann das denn sein? Das ist doch völlig geisteskrank. Aber egal, wir nehmen das jetzt mit und dann kann ich das mit Hannes noch testen. So, dann brauchen wir selbst was zum Trinken für jetzt. Dann nehmen wir mal hier kurz dieses Flensburger Gold. Mildes Lager, weil das sieht irgendwie cool aus. Das ist so richtig schön durchsichtig, richtig goldig. Nehmen wir das mal mit. Und zum Essen gibt es dann hier so eine Klassik-Pizza. Und das ist dann einfach alles, was man so kennt, so Standardzeug. So, wir sind jetzt wieder draußen. Es ist jetzt 49. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit totgeschlagen oder 12. Preis verstehe ich immer noch nicht. 18 Euro bezahlt. Habe jetzt hier noch 4 Brötchen mitgenommen dann für das Frühstück. Nach dem Frühstück und jetzt auf zur Forschung. Boah, das war nix. Riecht aber goldig. Ah, Flensburger. So, jetzt bin ich in der Stadt hier angekommen, ist schon 10 nach. Und was ich ganz vergessen habe, es gibt ja auch wieder eine Sammlerherausforderung. Was ich euch aber kurz zeigen möchte, diese Rutsche, guckt ihr das an, ist das nicht cool? Warum entsorgen die Leute das? Da kann man auch noch rutschen. Wenn ihr auch rutschen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten gehen wir mal kurz hier rein, zeigen euch mal kurz die Aufgaben von der Ticketforschung und von der Sammlerherausforderung. Die Ticketforschung ist nur eine Seite. Ihr habt ja eh nur 2 Tage Zeit. Es war auch nur ein Euro. Nur 1 Euro, da kann man nicht viel erwarten, aber ihr müsst insgesamt 5 großartige Curveball. 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander landen und dann habt ihr alle Aufgaben fertig von der Ticketforschung. Hier unten bei der Sammlerherausforderung müsst ihr Quacks fangen und entwickeln, komplett durch. Snubbull fangen und entwickeln, Eneko fangen und entwickeln. Belursi fangen, nicht entwickeln, Quaff Waff fangen, Libiskus fangen und dann habt ihr das auch durch. Ich will euch mal ganz kurz hier abstellen und mal schauen, ob ich es hinkriege, diese 5 großartigen Curveball-Würfe hintereinander zu machen. Ich sehe absolut gar nichts, aber ich drücke jetzt trotzdem mal hier drauf und schau mal, ob das funktioniert. Wenn wir hier irgendwas nehmen und machen 1. Warte, so jetzt 1. Wir machen hier 2. Wir machen hier, versuchen wir den 3. So, jetzt haben wir, glaube ich, keine Pokémon mehr. Wir haben aber noch einen Queststapel. Wir können jetzt hier was abholen. Das ist vielleicht der 4. Der müsste richtig gut sein. Genau, und jetzt brauchen wir noch einen großartigen Curveball-Wurf hintereinander. Nein! Und schon ist alles weg. Durch dieses blöde Gelatini bzw.
dadurch, dass ich wieder mit meinen Fingern nicht klarkomme und alles durcheinander ist. Wir probieren es noch ein zweites Mal. Wir sind bei 2. Wir sind bei 3. Also eigentlich macht die Aufgabe Spaß. Wir sind bei 4 gleich. Er hat angegriffen. Wir können curven. 4. Schaffen wir den 5. noch? 5 mit Frigometrie. Und er ist drin. Das passt. Also er ist nicht drin, aber er hat den 5. Curveball hintereinander mit großartig getroffen. Ich werde jetzt trotzdem noch die Sachen hier fertig machen für die Sammlerherausforderung und mich dann melden, wenn wir das auch abholen. Die Forschung plus die Sammlerherausforderung, weil da ist nochmal ein Pokémon drin, das möchte ich sehen. Oben ist Pandir, ist da auch Pandir drin? Wir werden es gleich erfahren. So, Rauch angemacht, bisschen durch die Stadt gefahren mit Go++ hin und her, zwischendurch mal was entwickelt. Zwischendurch geguckt, dass das alles passt. Das letzte, was gefehlt hat, war Quaff Waff. Da dachte ich, yes, den gibt's gar nicht wild. Musst du wahrscheinlich wieder aus der Feldforschung ziehen oder aus einem Raid oder aus einem Ei oder aus dem Hut. Aber jetzt gab's gerade noch ein Quaff Waff. Das heißt, ich kann jetzt hier unten erstmal von der Sammlerherausforderung den Rest abholen, um zu schauen, was da drin ist. Denn das weiß ich nicht. Ach so, ein Roserade. Doch, das weiß ich, weil... Das war ja angekündigt, dass es eben eine Sammlerherausforderung gibt, wo es am Ende Roserade gibt. 1, 2, 3, 4 sieht gut aus als WP. Roserade an sich ist auch nützlich, ist ein sehr guter Giftangreifer, ist ein sehr guter Pflanzenangreifer. Wenn es den jetzt noch als Krypto gäbe, gleich 6er Armee ranzüchten, mitnehmen. Der hat 2 Sterne, der ist jetzt leider nicht so gut, aber wir holen jetzt noch unsere Pandiris ab. Denn wir haben hier 509. Wir versuchen da jetzt schnell durchzugehen, das mit den höchsten WP müsste ja dann auch das Beste sein. Wir haben hier 505, 509 ist also bis jetzt das Beste. Wir haben 507, es bleibt immer noch bei 509. 2 Stück haben wir noch. 513 ist jetzt das Beste. Eine Chance noch auf ein Shiny. Kein Shiny, 502. Das heißt 512, 513 ist das Beste. Das ist für 1 Euro erhältlich. 5 Pandir-Begegnungen mit ein bisschen Staub, mit ein bisschen Erfahrungspunkten. Der Rest ist jetzt auch fertig. Wir können das ja jetzt mal bewerten hier. Das 513er, weil das höchste war, hat 3 Sterne und ist ein 93er. Weil da fehlen 3 Punkte. 98, 96, 93 könnt ihr euch dann so merken. Ja, der Main hatte damals das Shiny mit dem Herz. Das hatte Pupsi, glaube ich, aus der Feldforschung bekommen. Hat mir das dann rübergetauscht. Hier, der Account hat kein einziges Shiny Pandir. Braucht er auch nicht. Die kann ich theoretisch auch alle 5 verschicken. Ich versuche das wirklich möglichst klein zu halten. Obwohl ich sehe, wir sind bei 950 Pokémon. Ich werde den Beutel auf 1000 trimmen. Und dann alles weitere gefühlt hier in die Items stecken. Dass es mal auf 2000 oder so hoch geht. Habe jetzt momentan 725 Münzen durchs tägliche Setzen, möchte aber erstmal warten, bis das Seentrio da ist, weil ich ja da versuchen will, über Fernraid-Pässe an alle 3 Formen zu kommen, also an alle 3 Pokémon, weil ich die hier für den Pokédex-Eintrag brauche. Für den Pokédex, ja. Das war's von meiner Seite aus. Danke, tote Oma. Kurze Forschung, 1 Euro Forschung, 5 Pandir, nichts Weltbewegendes, kein Shiny drin, nichts Gutes, Rest kann weg. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr euch das Ticket geholt? Ja, nein, schreibt's mal in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.